So, entschuldige. Hallo, herzlich willkommen zurück zu FIFA. Quatsch. Zu Assassin's Creed Origins. Ich bin der. Fuck. Grabmal von Simmons Karre. Was für Karre? Hier muss es sein. Der Anführer ist in dieser Grabstätte. Bei den Göttern. Das ist sehr alt. Irgendetwas ist ungewöhnlich am Mauerwerk. Diese Zeichnungen ähneln denen auf Rais Bogen. Was? Das ist eine Quest? Jetzt pass mal auf. Quest, Quest, Quest. Stufe 30. Gratuliere 7 Bauern. Naja, wenn wir das haben. Eine kleine Gruppe von Bauern. Ach, das war das, wo wir gemacht haben. Versteckt sich zwischen den Ruinen und plant ihr letztes Gefecht gegen die Banditen. Genau, eliminieren Sie den Banditen für das seltene Raubtierbogen. Gratuliere. Machen wir doch gleich. Machen wir doch gleich. Hier interagieren. Gewarnt seien alle, die diesen Ort betreten. Denn hier liegt Semenkare. Semenschkare. Lebendig sind die Erscheinungen des Reh. Eieiei, da geht's gleich runter. So, grüß Gott, alle. Finde die antike Tafel. Erst einmal gucken wir uns hier natürlich mal gepflegt um. Und luden das ein oder andere. Luden, 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 luden. So. Dann. Hier mal rüber. Gibt es hier was zu looten? Hier gibt es nichts zu looten. Die Frage ist, wo verstecken die sich, ne? Und ich gehe auch stark davon aus, dass er nicht alleine ist, der gute Mann. So. Was ist das für ein Ei? Ach so. Ui, ein Diadem. Nice. Können wir alles gewinnbringend verkaufen. So, hier ist aber tatsächlich nichts, ne? Nee, okay. Dann. Ach, hier geht's auch noch neu. Milex fährt sehr schön. Oh, was haben wir hier? Plündern. Okay. Hier haben wir noch was. Okay, Kriegsbogen. Und wir können hier interagieren. Wir erweisen dir die Ehre, Meriterton, Gemahlin des Königs von Ober- und Unterägypten, des Herrn über beide Länder. Ancheperu Resemenkare. Das hier ist Sheberu, Geliebte von Arton. Ansheberu Re Nefernenefuralton. Entschuldigung, Tochter des Nofrodede. Merifaton ist unsere Königin in diesem und im nächsten Leben. Gruß und Kuss, dein Philippus. So. Das schön ist. Tut mir leid, dass ich. Komm, wir machen hier mal Zündmann. Weil wir es eben können. Können wir hier eigentlich noch was anzünden, dass wir sagen können, wir wollen hier anzünden? Anzünden? Nichts anzünden, okay. So, dann gehen wir hier mal in die Suppe runter. Ich hol doch noch mal Luft, schnell. Haben wir hier noch was? Wir haben nichts mehr, ne?
so, wir gehen mal hier hin. Was haben wir hier schon wieder? Haben wir hier noch was zu looten? Hier haben wir noch was zu looten. Wir brauchen natürlich das Geld. Ah, schau einen an. Ja, leck mich doch fett, war das jetzt klar. Boah, Junge, war das jetzt wieder knapp, ey. Was? Oh, vergöttlicher Mensch. Ich wusste, dass es einen uralten Schatz in diesen Bergen gibt, aber das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist die Wirkungsstätte der Götter selbst. Könnten wir alles in Krokodilopolis verkaufen und dieser Einöde den Rücken kehren. Wir haben eine ganze Grabstätte voll mit Schwarzstein. Was will der essen? So, wir looten hier erstmal das. Hier kommen aber nicht weiter. So, zweiter Tag des Paar in Ametop. Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht essen. Es gibt nur jene, die vor uns kamen. Ich habe meine Männer genommen und wir werden nicht zurückkehren. Die Gemälde werden nie fertiggestellt, die Inschriften werden nie geschrieben werden. Denn nichts kann uns dazu bringen, zu diesem von den Göttern verlassenen Ort zurückzukehren. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. So, jetzt müssen wir irgendwie dann aufkommen, oder? Ah, ich hasse das, ey. Da denke ich wieder zu kompliziert, Franconia. Oder? Warte mal, wenn ich jetzt da rübergehe, geht er dann drüben hoch? Ich kann das nicht erkennen, ne? Nee, der mich gar nichts, das ist schon wieder so ein blödes Rätsel da. Gibt's aber nichts, wo wir hier. Jetzt können wir hier ein bisschen rumfuchteln. Okay, ich hab's kapiert, mehr oder weniger. Ich hab's mehr oder weniger kapiert.
Jetzt muss ich natürlich schnell sein, ne? Frage ich mich, ob ich mich darüber hängen könnte. Geil! Yes! Ich glaube, da können wir rein in die Bude. Nee, können wir nicht. Okay, war jetzt doch ganz okay eigentlich, ne? Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Ich bin's auch, mein Freund. Was? Halt! Bleib stehen! Was ist denn da los? Weiß ich nicht. Was ist geschehen? Hey, was? Schon erschöpft? Hab ich dich! Kettenwurf, Baby! Mehr ist das nicht, oder was? So, wir nehmen das natürlich mit. Ach du Scheiße, was habe ich jetzt hier gemacht? Hier können wir durch. Hier haben wir noch was zum Looten. Hier vielleicht auch noch was. Sehr schön. Ah, genau hier waren wir da, wo wir nicht mehr runter konnten. Okay. Hier vielleicht noch was? Nee. Hier vielleicht noch was? Dritter Tag des Mecher. Wir haben heute tiefer gegraben und etwas gefunden. Ich kann es hier nicht beschreiben, denn wenn ich darüber nachdenke, füllt sich mein Verstand mit Träumen und Fragmenten, die ich nicht verstehe. Doch für mich steht fest, dass Semich Kare diesen Ort nicht zufällig als letzte Ruhestätte ausgewählt hatte. So, wer wohnt hier? Der Kollege, ne? Amon-Re beschütze seinen Namen, unsere leuchtende Eminenz, Senich Kare, erster der Warnsöhne, Herrwold der Ältesten und verehrter Architekt des Ordens. Er, der mich bat, die heiligen Schriftrollen zu sammeln, auf dass wir sie ewig aus den Gefilden der Binsen beobachten können. Er, der verstummen lässt, was geheim ist und beschützt, was bekannt ist. Achtung, Feinde des Ordens, denn er wird von jenen stehen, die vor uns kamen, und sie werden ihn für würdig erachten, sie anzubeten und ihnen zu folgen. Daher werdet ihr fallen. Das ist schön. Dann haben wir hier nochmal eine antike Tafel. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Sehr schön. Ein Fähigkeitenpunkt auch noch erhalten. Gratuliere. Dann bestätigen hier wir noch den Tod. Mörderischer, habgieriger Scheißkerl. Er wird die Bauern nicht mehr belästigen. Er trug Stücke des Schwarzsteins bei sich. Vermutlich aus der Grabstätte hier. Es ist dasselbe Material wie in Reis Bogen. Es passt. So sollte es gehen.
Nun ist die Waffe perfekt. Yeah, Quest abgeschlossen, 7 Bauern. Ein Raubtierbogen. Ups. So, 7 Bauern, yes! Sehr geil, Trophäe freigeschalten tatsächlich für diese Nebenquest. Ich bin begeistert. So, als nächstes, ja komm. Können wir hier durchgehen? Sekoe Art, was? Missionsziel vor Ort, was? Ausrüstung. Ja, aber nichts, was. Gehe ich mal davon aus, was besser ist als unser Zeug. So, hier haben wir den Speer, okay, das alles, ja, okay. Können wir aber so, denke ich, so weiter verkaufen. Ich habe keine Ahnung, welchen Mechanismus die meinen. Ich finde die Quest auch allmächtig. So, hätte ich fast das Ding vergessen hier. So, dann gehen wir mal hier hin. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hin müssen jetzt. Lass mich verarschen. Welcher Mechanismus? Hä? Aktiviere den antiken Mechanismus. Welcher antike Mechanismus da? Dunderwetter. Meinen die sowas hier? Nee, ne? Der speichert hier, na freilich. Vielleicht kann ich hier trotzdem runter, mal schauen. Jetzt schon weinen runter, ne? Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt da runter hupf? Überlebe ich doch nicht, oder? Thunderwetter. Das ist eine ganz, ganz blöde Kameraeinstellung jetzt. Was du das? Das ist ja Wasser.
Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, ne? Umso besser, wir nehmen das dankend mit. Ich habe das gar nicht gesehen, dass das Wasser unten ist. Das war ja alles so dunkel und so spechschwarz. Wir könnten aber da reinhupfen, ne? Oi. So. Neuübertragung. Segment 4. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 99 Tage vergangen. Der Bote spricht. Am 21. Tag des Dezember 2012 aktivierte Desmond das globale Aurora Borealis-Gerät. So beschützte er die Erde vor dem tödlichen Sonnensturm. Am 21. Tag des Dezember 2012 machte die Menschheit einfach sorglos weiter. Sie ging arbeiten, in die Schule oder zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Am Abend des 21. Dezember 2012, als die Sonne den Tag beendete, ging die Menschheit schlafen. Dann, mit Anbruch des 22. Dezember 2012, wurde der Menschheit ein neuer Morgen geschenkt. Sie erfuhr nie, dass der Tag zuvor fast ihr Ende gewesen wäre. Wir dachten, das wäre bereits genug. Und das war es für eine Weile. Die Zeit ist unerbittlich. Sie korrigiert sich immerzu. Die Sprache der Zeit hat viele Formen. Zwei davon verstehst du nun, in diesem Zustand. Lineare Kontinuität ist eine Simulation mit Platz für Variation. In ihr gibt es Knotenpunkte, Engpässe, Augenblicke, in denen Algorithmen den Fluss überlagernder Möglichkeiten in einen einzelnen Moment bündeln, in dem nur eine absolute Wahrheit möglich ist. Pfade sind variabel. Kontinuierlich. Knoten sind statisch. Permanent. Und die Wellenfunktion kollabiert die Pfade in Knoten, die sich verzweigen. Immer und immer wieder. Also frage ich mich, spürst du, wie die Welle kollabiert und versucht, Desmonds rebellische Tat zu korrigieren? Für den kommenden Knoten muss die Welt enden. Die Algorithmen leiten den Fluss der Möglichkeiten schon seit über 100 Jahren zu diesem Ziel hin. Ein Labyrinth von Gräben, voller Schlamm und Senfgas. Familien verstecken sich vor Angst, während V2-Raketen ihre Häuser vernichten. Feuer aus den Öfen des Los Alamos Laboratory, das globale Katastrophen anheizt.
Der Salpucha 15-Vorfall von 1983. Die Atomkriegsuhr. In einem Büro der University of Chicago. Die Zeiger bewegen sich mit den Jahren vorwärts. Der Knoten ist nah. Vielleicht wusstest du es. Vielleicht hast du es gefühlt. Dass die Welt dich bald eingeholt hat. Und Scheiß hat sie so. Ja, ich find's immer recht. Muss ich sagen, ich find's doch immer recht merkwürdig alles, wenn dann immer sowas kommt. Mit diesen... Ja, wie kann man das nennen? Ach, hier können wir jetzt wieder raus, ne? Gut, verlassen wir das Grab mal. Alter. So, dann haben wir ja beides, ne? Ich habe keine Ahnung. Weißt du was? Wir machen jetzt... Okay, hier haben wir den Deppen noch einmal. Wir machen jetzt folgendes. Wir könnten eigentlich... Komm, weißt du was? Das machen wir morgen dann. In der morgigen Folge. Und dann versuchen wir nochmal... den Kollegen uns zu schnappen. Beziehungsweise den... Na, wie hast du? Den Philakis. Ich kann es ehrlich sagen, ich finde es doch recht merkwürdig, dass wir hier immer diese Punkte aktivieren können. Was ja eigentlich gar nichts mit dem Spiel selber an sich zu tun hat, ne? Aber okay, ist halt so. Und ja. War ganz nette Hintergrundgeschichte, muss ich sagen. In diesem Sinne, Ort entdeckt, scheiße. Ach komm, weißt was, Schatz plündern. Das ist einer. Das ist einer, hat er gemeint. Heide Sichergerät. Du da, halt! Ach. Ach, die Vollpfosten wohnen hier. Halt! Bleib stehen! Das habe ich natürlich nicht gewusst, ne? Du da! Halt! Hast du was gesagt? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Hey, was? Das war's. Stirb! Ha! Hab dich! In Reichweite! Tut mir leid, Jungs. Aber wer nicht hören will, muss fühlen. Luden, luden, luden. Gratuliere. So. Ne, das haben wir schon. Okay. Dann haben wir hier noch was zum Lesen. Nehmen wir doch gerne noch mit. Belobigung von Nomaren des Faium. Der Depp schon wieder. Meine Gratulation an die Soldaten und Grundbesitzer von Ethesias Olivenhain. Es gab eine markante Steigerung der Olivenölproduktion infolge der zukunftsorientierten Maßnahmen, die wir den Bauern auferlegt haben. Durch den Zustrom griechischer Landbesitzer ist die Nachfrage nach luxuriösen Parfümen und Salben gestiegen. Die Produktion dieser Waren ist von unseren Oliven abhängig. Durch die harte Arbeit der Grundbesitzer wird das Faium zu einer Region
voller Kultur und Kommerz. Reichtum für alle, Sicherheit für alle, Kultur für alle. Der Vollpfosten von Nomarch. So, sehr schön. Ach, ist hier ein Immobilien, sag ich schon. Olivenanbaugebiet. Ach, freilich, das sind Olivenbäume, natürlich. Ach, ist das schön. Gut, dann gucken wir nochmal geschwind auf die Karten. Sonst sollten wir hier tatsächlich in diesem Gebiet... alles erkundet und gelootet haben. Wir müssen natürlich dann morgen nochmal hier hin. Und es wäre vielleicht nicht verkehrt, dass wir den Trottel uns auch noch schnappen. Fluch der Hathor, ja, ja, Stufe 35. Wird sicherlich lustig. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei bei Assassin's Creed Origins. In diesem Sinne, macht's gut. Und Servusle, euer Franconia.